Hallo an alle Zuhörer zum Sonntagsvideo auf meinem Kanal Callcenter Crusher. Diese Betrüger verstehen kaum Deutsch und wollen um jeden Preis auf meinen Rechner. Das klappt leider nicht und noch dazu verstrecken sie sich extrem oft in Widersprüche. Wenn ein Betrüger nicht mehr weiterweist, wird man einfach weitergereicht. Die manövrieren sich selber ins Aus und wundern sich dann, dass man nicht einzahlt. Viel Spaß bei diesem Video, das nach dem Intro startet. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Herr Zugschmeide-Meyer. Wie geht es Ihnen heute? Wie war der Nachname? Herr Paul Rüdiger Zugschmidt-Meyer. Ja, das ist richtig. Ja, mein Name ist Emily Baumann und ich wollte Ihnen ein paar Informationen wegen Onlinehandel geben. Ja, okay. Dann Ja, geben ja. Sie mal. Ja, Herr Zugschmidt-Meyer, können Sie mir sagen, haben Sie vorher Erfahrung mit Onlinehandel gehabt? Nein, habe ich nicht. Ah, Sie haben es nicht, kein Problem. Ich werde Ihnen erstmal ein paar Informationen geben über meine Firma und dann he helfe ich Ihnen weiter. Okay. Wir sind eine Handelsplattform und wir geben unseren Kunden die Möglichkeit, in deutscher Börse zu handeln. Sie können es mit allen Finanzinstrumenten machen, zum Beispiel mit Kryptowährungen, mit Forex, Aktien, Indexen und Rohstoffen. Und diese bei uns funktioniert ganz einfach. Zuerst werden Sie ein Handelskonto aktivieren. Und dieses Handelskonto ist genauso wie ein Bankkonto. Das bedeutet, Sie können dort einloggen und dort schauen Sie Ihre Investition, wie viel Sie investiert haben, die Datum, wann Sie Ihre Investition gemacht haben, und ihre Profite, weil sie bekommen von uns wöchentliche und monatliche Profite. Und dort haben sie auch eine Auszahlungsoption, wo sie werden ganz genau ihr Profite und ihr Kapital auszahlen. Haben Sie bis jetzt verstanden, Herr? Ja gut, das Einzige, was ich nicht so gut verstanden habe, war Ihr Name. Wie war Ihr Name nochmal? Emily Baumann ist mein Baumann. Name. Okay, Frau Baumann, ja, sehr genau. Schön. Und Herr Zugschmidt-Meyer, wir lassen Ihnen nicht alleine. Wir stellen für Ihnen einen Finanzberater in Verfügung, damit er kann Ihnen helfen. Er wird für Ihnen einen Finanzplan machen und das Software programmieren, sodass Sie Ihre Profite erzielen können. Und Herr Zugschmidt-Meyer, bei uns, Sie können mit einem Mindestbetrag anfangen oder mit wie viel Sie möchten. Und in dieser Zeit, Sie werden die Zeit haben, um zu testen. Und wenn Ihnen gefällt, gehen wir weiter. Wenn Ihnen nicht gefällt, Sie bekommen Ihr Geld zurück. Und wissen Sie, Herr Zugschmidt-Meyer, was ist das Mindestbetrag, um ein Handelskonto zu aktivieren? Nee, woher sollte ich das wissen? Das Mindestbetrag ist nur 250 Euro. Ja. Haben Sie es verstanden? Ja. Aber es wäre besser, wenn Sie die Plattform mit Ihren Augen schauen, was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe. Haben Sie vielleicht einen Computer in der Nähe? Ja, habe ich in der Nähe. Kann ich hochfahren. Wie hieß Ihre Firma noch gleich? Meine Firma heißt SafeCap oder Sichere Kapital auf Deutsch. SafeCap? Ja, genau. Und Herr Zugschmidt-Meyer, können Sie Ihren Computer einschalten? Ja, ich werde Ihnen gern die Plattform vorstellen. Ja gut, ich habe drauf geklickt, der fährt jetzt hoch. Ja gut. Ja, können Sie zuerst eine Hilfe-Applikation herunterladen und dann können wir weitermachen? Na, Sie können mir, erstmal muss der Rechner ja hochgefahren sein. Ne? Das ist er ja noch nicht. Aber Sie können mir ja schon mal sagen, SafeCap, also ein Wort. SafeCap, ich buchstabiere Ihnen den Namen von meiner Plattform und Sie können es schreiben. Sie können es dort schreiben. Okay, ich schreibe es mir dann schon mal auf den Zettel, bis Windows hochgefahren ist. Ja, und Sie können nicht eine Hilfeapplikation herunterladen, ja, Herr Zugschmidt-Meyer? Der Rechner ist ja noch gar nicht hochgefahren. Ja, kann ich Ihnen den Namen von der Plattform buchstabieren? Ja, gerne. Ja, schreiben Sie. S wie Siegfried. Ja. A wie Anton. Ja. F wie Friedrich. Ja. E wie Emma. Ja, habe ich. C wie Cäsar. Ja. A wie Anton. Ja. P wie Petra. Ja.
S wie Siegfried. Ja. Punkt. Punkt. Ja. I wie Italien. Ja. O wie Otto. Ah ja, Safecaps.io. Ja. Punkt.io. Genau, ja, okay. Ja, haben Sie es gesucht? Ja, ne, der Rechner fährt ja noch. Ich habe es mir so erstmal auf den Zettel geschrieben. Na, er fährt ja noch hoch. Hm. Was fällt Ihnen? Ich sag, der Rechner fährt noch hoch. Ah ja, ich verstehe. Der ist ein bisschen langsamer. Ja, ist ja kein Problem im Prinzip. Ja, und können Sie mit Ihrem Handy machen? Können Sie bitte, was für ein Handy haben Sie, Herr Zugschmidt-Meyer? Ich habe ein ganz altes Nokia-Handy. Ah, Sie haben ein ganz Also da habe ich keine Applikationen. Sie haben doch keine Applikationen? Nein. Nein, ich verstehe, Herr Zugschmidt-Meyer. Und Herr Zugschmidt-Meyer, wann können Sie Ihr Internet... Ja, es ist gleich soweit. Ist gleich soweit? Ja, es ist gleich soweit. Und was schauen Sie gerade? Naja, ich logge mich gerade ein. Okay. Okay, ich warte dann. Ja, gut, okay. So. So, jetzt ist er da, ja. Und was schauen Sie? Naja, ich sehe mein Startbildschirm von Windows. Herr Schmidt-Meyer. Bitte? Haben Sie diese Seite geöffnet von unserer Firma? Nee, habe ich noch nicht geöffnet. Noch nicht? Weil Sie haben irgendwas erzählt, dass ich irgendwas brauche, um zu handeln. Ja, genau. Hast du was brauche ich denn da? Für Handeln. Ja. Ja. Für Handel, ich sage Ihnen, das Mindestbetrag, um ein Handelskonto zu aktivieren, ist 250 Euro. Ja, das sagten und Sie. Sie bekommen auch einen Willkommenbonus von unserer Firma, weil Sie keine Erfahrung vorher gehabt haben. Ja, zum Beispiel, wenn Sie 250 Euro investieren, Sie bekommen 100 Euro Bonus von unserer Firma. Ja, gut. Verstehen Sie? Aber Sie sagten, ich brauche irgendeine Applikation, um zu handeln. Nein, es gibt keine Applikation. Ich sende Ihnen einen Link, wo Sie handeln können, aber diese machen Sie mit der Finanzberater, nicht mit mir. Ich bin nur die Ansprechpartnerin und ich werde Ihnen Ihr Konto aktivieren. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, ich soll mir irgendein Programm runterladen. Sie haben eine... Nein, Moment bitte. Herr Zugschmidt-Meyer, mit wie viel möchten Sie Ihre Investition anfangen? Ja, das weiß ich ja noch nicht so ganz genau. Sie haben ja gesagt, ich soll mir irgendein Programm runterladen. Welches Programm denn nun? Sie müssen kein Programm herunterladen, Herr Zugschmidt-Meyer. Ich habe Ihnen den Namen von der Plattform geschickt und dort können Sie einloggen und dort können Sie, wie läuft Ihre Investition? Ja, aber Sie haben doch gesagt, ich soll mir irgendein Programm, irgendeine Applikation herunterladen. Haben Sie doch vorhin gesagt. Ah ja, AnyDesk. Können Sie es bitte jetzt machen? Was ist denn AnyDesk? Das kenne ich AnyDesk nicht. Ich werde Ihnen erklären, was AnyDesk ist. AnyDesk ist eine Hilfeapplikation, mit welchen ich kann Ihnen helfen, dass wir Ihr Konto aktivieren. Weil Sie selbst, Sie können es nicht machen. Und deswegen brauchen Sie meine Hilfe, um Ihr Konto zu aktivieren. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, AnyDesk zu installieren. Ah ja, und das geht ohne nicht. Also man muss dieses AnyDesk, wie schreibt sich das? A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emma. Ja. S wie Siegfried. Ja. Und K wie Kaufmann. Ah ja. Mit dieser Hilfeapplikation, ich werde Ihnen Anweisungen geben, wie können Sie ein Konto aktivieren und Sie machen es selber. Ich habe keinen Zugriff in Ihre Computer, Herr Zugschmidt-Meyer. Also okay, dann muss ich mir das erstmal runterladen, ne?
Ja, genau. Herunterladen Sie es bitte. Ja, okay. Ich warte. So, das ging recht schnell. Ja, gut. Und jetzt muss ich das installieren? Ja. Ja, installieren, genau. Ja, das ist komisch. Da kommt gleich bei mir eine Meldung, dass ich das Programm nicht installiere. Ich kann Ihnen sagen, ich kann das nicht installieren, weil das von meinem Admin, Sie wissen ja, ich bin im Homeoffice und das ist ein Firmenrechner, an dem ich sitze. Und der IT-Fachmann, der hat gesagt, offensichtlich, dass ich das Programm nicht installieren darf. Herr Zugschmidt-Meyer, ich verstehe, aber ich werde Ihnen mit meinem Finanzabteilung verbinden. Warten Sie kurz. Ja, gut. Hallo, guten Tag. Guten Herr Tag. Rüdiger, grüße Sie. Nein, nicht Rüdiger, wir kennen uns ja noch nicht, also beim Vornamen brauchen Sie mich nicht nennen. Bitte meinen Nachnamen. Sind Sie nicht Paul Rüdiger? Doch, aber mein Nachname ist... Also, okay, Entschuldigung. Also, Jasmin Schmidt ist mein Name und ich bin von der Technischen Finanzabteilung. Ja, aber mein Nachname ist doch interessant. Sie nennen mich beim Vornamen. Nennen Sie mich bitte beim Nachnamen, wir kennen uns ja noch nicht. Oh, okay, Herr Zugspitzmeier, Entschuldigung. Ja, okay. Also, meine Kollegin, Frau Baumann, hat mir Bescheid gesagt, dass Sie können Anydesk nicht installieren. Richtig, genau. Stimmt? Ja, genau. Okay. Also erstmal möchte ich Ihnen gerne fragen, ob Sie wissen, was ist Onlinehandel und ob Sie Erfahrung an Onlinehandel haben. Das hat mich die Kollegin ja auch schon gefragt. Nein, habe ich nicht. Haben Sie nicht, okay. Und hat meine Kollegin Ihnen erklärt, was das ist und wie es bei unserer Firma funktioniert? Ja, so grob. Ganz grob. Dass ich Geld einzahlen muss, dass ich einen Bonus kriege und so weiter. Also, es funktioniert so. Sie werden, wir nehmen es nicht Geld bezahlen, sondern investieren. Weil Sie investieren, und dann bekommen Sie Profiten von Ihren Investitionen, okay? Ja. Also, es ist ein Handelskonto für Sie geöffnet. Dieses Handelskonto ist wie ein Bankkonto, okay? Ja. Aber bei diesem Konto werden Sie handeln. Das bedeutet, Sie können dort sich einloggen und dort schauen Sie Ihr Kontostand, wie viel Sie investiert haben, Ihr Eigenkapital, wie viel Profiten Sie bekommen haben. Und dort haben Sie eine Einzahlung- und Auszahlungsoption. Bei der Einzahlungsoption können Sie investieren und mit der Auszahlungsoption können Sie Ihre Profiten auszahlen. Okay? Okay. Also, das Mindestbetrag, um das Konto zu aktivieren, ist nur 250 Euro. Aber es ist Ihre Entscheidung, ob Sie mit das Mindestbetrag sich anfangen möchten oder ob Sie mit mehr anfangen möchten, okay? Ja, gut. Und unsere Firma gibt immer einen Willkommenbonus an die neuen Kunden. Das bedeutet, wenn Sie Ihr Konto mit 250 Euro aktivieren, dann bekommen Sie 100 Euro Bonus von unserer Firma. Okay? Ja. Und in ungefähr 2 Wochen bekommen Sie Ihre ersten Profiten. Dann schauen Sie, ob Ihnen diese Profiten gefallen oder ob Sie mehr Profiten bekommen möchten. Weil die Logik ist einfach. Je mehr Sie investieren, desto mehr Profiten bekommen Sie. Na gut, das, okay? das ist logisch. Ja. Die Frage ist, mit was kann ich denn allem handeln? Mit was für Sachen kann ich denn handeln? Ja, ich werde Ihnen über alles erklären. Deswegen möchten wir Ihnen auch das Plattform zeigen, weil dort haben Sie alle dieses
Möglichkeiten, mit was Sie handeln können, okay? Ja, gut. Aber erstmal erkläre ich Ihnen so, dass Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, werden Sie einen Finanzberater in Verfügung haben. Ist ein Berater, der Erfahrung an Onlinehandel über 10 Jahre hat. Der Finanzberater wird einen Finanzplan für Sie erstellen und die Software programmieren, so dass Sie Ihre Profite erzielen können. Okay? Und für alle Fragen, die Sie haben, wird der Finanzberater Ihnen helfen. Und der Finanzberater macht auch das ganze Arbeit für Sie. Das bedeutet, weil ich denke, dass Sie arbeiten und Sie brauchen nicht die ganze Zeit auf Ihrem Handy zu sein, okay? Weil der Finanzberater macht das Ganze für Sie und Sie brauchen nur einmal pro Tag auf Ihrem Handy, also auf Ihrem Konto einzuloggen, um zu schauen, wie viel Profiten Sie bekommen haben. Hm. Weil Sie bekommen wöchentliche und monatliche Profiten, okay? Ja. Und wie dieses Profiten läuft, werden Sie auch mit Ihren Augen schauen. Weil ich weiß nicht, ob Sie gehört haben von der MetaTrader-Applikation. Nee. Haben Sie darüber? Nein. Es ist eine Handelsapplikation. Dort haben Sie alle diese Finanzinstrumente, Forex, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen, alles. Es ist Ihre Entscheidung, mit welchen Sie möchten also handeln. Und Sie schauen auch, wie viel Profiten Sie bekommen, wöchentlich und monatlich und auch das gesamte Summe von Ihren Profiten. Okay? Ja, okay. Also, deswegen möchten wir auch Anydesk installieren und Ihnen auf unsere Plattform sich einloggen, damit Sie alles, was ich bis jetzt gesagt habe, mit Ihren Augen schauen können. Ja, gut, okay? Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Das ist ein Firmenrechner und dabei da kann ich kein Anydesk installieren. Weiß der Geier, das hat der Admin damals so eingerichtet, der den Rechner erstellt hat. Das kann ich nicht. Okay. Das bedeutet, aber Sie können mir erstmal auf der Arbeit jetzt, oder? Nein, ich bin ja im Homeoffice. Und deswegen habe ich einen Rechner hier zu Hause, einen Firmenrechner. Okay. Und was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin im Stahlbau tätig. Okay. Genau. Ja, gut, okay. Ihre Webseite. Und, Ihre Webseite, das können Sie mir schon mal per Mail zuschicken. Mails abrufen kann ich ja, ist weiter kein Problem. Ja, auf welche ich kann Ihnen gerne einen E-Mail senden. Aber haben Sie keinen Computer von Ihnen oder Smartphone? Was für ein Handy benutzen Sie? Ein iPhone oder Android? Hatte ich Ihrer Kollegin auch gesagt, ein ganz altes Nokia. Da habe ich keine Applikationen. Also, okay, das wusste ich nicht. Und Sie haben keinen Computer oder keinen Laptop? Doch, ich habe nur den Firmenrechner. Ja, die Firmenrechner weiß ich, aber ich meine von Ihnen. Nee, eine eigene Computer. Ich habe keinen eigenen. Ich brauche nur einen. Ich habe wenig Platz und ich brauche nur einen Rechner. Ich kann ja sonst alles mitmachen. Das ist ja kein Problem. Okay, in Ordnung. Und ich habe es nicht verstanden, warum funktioniert es nicht bei diesem Firmenrechner? Das habe ich Ihnen doch gesagt, weil der Admin, der den Rechner zusammengestellt hat, hat das Programm offensichtlich blockiert. Ich kann das nicht installieren. Es gibt auch eine andere Applikation. Versuchen wir, das andere Applikation zu installieren. Und wenn es auch nicht funktioniert, dann werde ich Ihnen den E-Mail senden. Ja, okay. Gut, dann versuchen wir. Was ist weil ich kann Ihnen das E-Mail senden, aber es wäre besser, dass wir zusammen telefonieren, damit ich Ihnen auch besser erklären kann über alles, okay? Und dann es kann sein, dass Sie vielleicht Fragen haben und können Sie alle Fragen im Moment stellen, weil wenn Sie das allein machen, es kann sein, dass Sie Fragen haben und wenn Sie mit mir telefonieren, dann haben Sie Ihre Fragen vergessen.
Ja, dann, Sehen Sie? ja, dann sagen Sie mir doch einfach mal das andere Programm, wo das gehen soll. Okay, ja. Bei welcher Seite sind Sie gerade? Ich bin Beim auf Google, ich oder? Bin, ja, Google, ja, natürlich. Okay. Also, schreiben Sie bitte. Ja. T wie Theodor. Ja. E wie Emil. Ja. A wie Anton. Ja. M wie Martha. Ja. Wolfgang. Nein, Entschuldigung. V. Ah ja, wie Vogel. Ja, genau. I wie Ida. Ja, habe ich. E wie Emil. Ja. Wolfgang. Ja. E wie Emil. Ja. R wie Richard. Genau. Schauen Sie TeamViewer. Ja, genau, okay. Genau, TeamViewer Remote Control. Ja, gut, das kann ich. Die Applikation, ja. Dann lade ich das mal runter, ja. Und dann muss ich das installieren. Okay, Augenblick, das lade ich runter. Okay. Und mit dieser Applikation kann ich gar nichts bewegen. Ich kann nur schauen, okay. Und so kann ich Ihnen Anweisungen geben, bei welcher Seite Sie gehen und wo Sie scrollen müssen, wo Sie anklicken müssen und so. Okay? Okay. Es ist einfacher für Ihnen, deswegen, weil viele von unseren Kunden finden es schwierig, auf unsere Plattform einzuloggen und das alles, okay? Ja gut, und damit, okay. Ja, deswegen benutzen wir immer diese Applikation, um es einfacher zu machen. Ja gut, runtergeladen habe ich es jetzt und jetzt, jetzt installiere ich es. Okay. Und bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn es installiert ist. Nee, ich habe wieder dieselbe Fehlermeldung. Auch das ist blockiert. Okay, können Sie an mir lesen, was steht dort? Da steht nur, dass das Programm gesperrt ist. Ich kann es nicht installieren. Das wird dann vom Admin, der den Rechner gebaut hat, so eingerichtet worden sein. Das ist ja der Firmenrechner. Okay, in Ordnung. Dann machen wir so. Gehen Sie bei Google und ich kann Ihnen unsere, also das Name von unserer Plattform buchstabieren. Okay? Ja, dann schicken Sie mir das doch einfach erstmal per E-Mail. Dann habe ich das, dann kann ich mich nicht vertippen. Ja, aber wir können auch telefonisch sprechen und Sie machen das gleichzeitig. Ja gut, dann schicken Sie doch erstmal die per E-Mail, dann habe ich das doch schon mal, dann kann ich da mit Sicherheit gleich draufklicken und so weiter. Das ist doch einfacher. In Ordnung. Also ich werde senden und dann, wenn Sie auf bei dem Link anklicken, dann werden Sie mit Gelbfarbe Konto anlegen oder Konto Account Create Account, okay? Ja gut, aber weil dazu müsste ich ja erstmal die E-Mail haben. Ja, natürlich, okay? Ja, dann. Und dann, wann soll ich Ihnen wieder anrufen? In 10 Minuten vielleicht? Ja, dauert es so lange, eine E-Mail zu schicken? Nein, ich kann es jetzt senden, aber ich meine, wann? Ja, dann senden Sie doch einfach mal. Wieder anrufen? Dann senden Sie jetzt, doch einfach momentan. Mal. Ja, ganz genau. Okay, dann warten Sie dann. Bleiben Sie kurz am Apparat. Ja, gerne. Okay, ich habe es jetzt gesendet auf dieses E-Mail-Adresse p.r.zugschmidtmeier@gmail.com. Stimmt? Ja, das ist richtig. Ja. Okay. Schauen Sie bitte und sagen Sie mir Bescheid, ob Sie einen E-Mail von Jasmin Smith erhalten haben. Ja, habe ich tatsächlich erhalten. Ja, genau. Gut. Also dieses, okay, öffnen Sie es. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Ja. Wie lange ist Ihre Firma denn am Markt? Und vor allem Sie, Ihre Vorwahl 44, aus welchem Land rufen Sie denn an? Hallo? Hallo, hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder. Okay, weil ich konnte Ihnen nicht hören.
Wiederholen Sie nochmal Ihre Frage, bitte. Ich habe Ihre Telefonnummer hier, sehe ich hier. Aus welchem Land rufen Sie denn an? Ich rufe Ihnen jetzt von Deutschland. Schauen Sie? Nee. Können Sie auf Ihrem Handy sehen? Nein, das ist ja, Sie rufen mich ja nicht auf dem Handy an, Sie rufen mich ja auf dem Festnetz an. Und ich sehe, dass das eine 44er-Vorwahl ist, also eine Länderkennung. Das heißt, das ist nicht Deutschland, nicht 49. Sie haben also auf Ihrem Handy schauen, beginnt das Nummer mit 44? Nein, nicht auf meinem Handy, Sie rufen mich auf dem Festnetz an. Das ist kein Handy, das ist ein Festnetztelefon. Und da steht 44 und das ist nicht Deutschland. Aus welchem Land rufen Sie denn an? Weil Deutschland ist das ja nicht. Also, Sie haben eine Nokia, haben Sie mir gesagt. Sie rufen doch auf dem Festnetz an. Verstehen Sie das nicht? Das ist nicht ein Telefon. Ich verstehe das, aber normalerweise ist es ist 49, weil ich rufe Ihnen von Berlin jetzt an. Nein, da und steht... Und ich kann Ihnen auch den Nummer überprüfen. Nein, da steht 44. Das ist nicht Deutschland. Deutschland ist 49. Ich weiß es nicht, vielleicht... ich weiß es nicht. Ich muss auch mit meiner Finanzabteilung sprechen, weil das passiert uns niemals. Aber wir sind eine internationale Firma und wir haben unsere Büros in der ganzen Europa. Wir haben unsere also hier in Deutschland haben wir zwei Büros. Die erste ist in Berlin, in Friedrichstraße und die andere ist in Frankfurt am Main, Börsenplatz 4. Okay? Ja gut, aber Sie rufen ja leider nicht aus Deutschland an. Deswegen frage ich nach. Vielleicht es gibt einen Fehler mit den Linien, aber ich werde mit meiner Finanzabteilung sprechen, okay? Ja gut, dann prüfen Sie das mal nach. Ja, werde ich machen. Und können Sie jetzt bitte den E-Mail öffnen und auf den Link anklicken? Ja gut, aber erstmal möchte ich gerne wissen, aus welchem Land Sie tatsächlich anrufen, weil... Das stimmt ja nun mal nicht. Das möchte ich schon gern wissen. Und, es kann sein, dass es einen Fehler gemacht mit den Linien, okay? Nee, und ich denke, das ist nicht so wichtig. Doch, natürlich ist das für mich wichtig. Wo ist denn Ihr Hauptsitz überhaupt? Wenn Sie sagen, Sie haben Filialen in Frankfurt... Ich habe Ihnen auch gesagt. Lassen Sie mich doch bitte einfach mal ausreden, dann können Sie auf mich beantworten. Sie sagen, Sie sind in Berlin und Sie haben noch eine Filiale in Frankfurt. Und wo ist Ihr Hauptsitz Ihrer Firma? Wo sind Ihre Firma gemeldet? Ist in England. Ah in ja. In England, ja. Okay. Gut, und da sind Sie, seit wie vielen Jahren sind Sie dann schon da am Markt? Mehr als 10 Jahren. Und ich arbeite bei dieser Firma seit 5 Jahren. Ja, okay. Und wenn Sie in England sind, dann sind Sie ja sicherlich auch reguliert und registriert, richtig? Ja, natürlich. Wenn Sie möchten, ich kann Ihnen unsere Lizenz per E-Mail senden. Nee, das muss ja eigentlich auf der Webseite stehen schon. Es steht schon. Wo steht das denn? Warten Sie kurz. Ich denke, es ist bei den Geschäftsbedingungen steht schon, dass wir lizenziert sind. Wo finde ich die? Warten Sie kurz. Also, das können Sie finden, wenn Sie auf das Konto sich anmelden, sich einloggen, okay? Haben Sie dort, wie gesagt, alle Informationen, die Einzahlung und Auszahlungsoptionen und dann dort haben Sie auch Informationen über unsere Firma und auch die Geschäftsbedingungen, okay?
Das heißt, ich finde das so auf der Webseite gar nicht. Ich muss also erst ein Konto erstellen, um auf Ihre Geschäftsbedingungen und Ihre Lizenz zu finden. Warum machen Sie das so schwierig? Wenn Sie möchten, naja, ich kann Ihnen auch den Lizenz per E-Mail senden. Oder Sie können ganz einfach einloggen und dann das schauen, weil Sie können nur einloggen. Ich sage Ihnen nicht, um das Konto zu aktivieren oder was noch. Ja, okay? Wie gesagt, ich verstehe nicht, dass sowas nicht auf der Webseite steht. In Deutschland ist es Pflicht, dass sowas auf der Webseite steht. Dann senden Sie mir Ihre Lizenz doch einfach per E-Mail. Das ist doch kein Problem. Wenn ich das so schon gar nicht finden werde kann. Ich machen. Ja, dann machen Sie das. Ich warte. Okay. Schon komisch, dass Sie es auf Ihrer eigenen Webseite irgendwie nicht nennen können, wo das ist. Dass man sich erst einloggen muss. In Deutschland ist es anders. Gerade wenn Sie sagen, ich weiß ganz genau, wie es in Deutschland ist. Okay, weil ja, Herr Zwischenmeier, ich bin ein Broker und ich bin auch lizenziert in diesem Bereich, okay? In Deutschland? Okay, prima. Dann sind Sie ja sicherlich auch bei der BaFin registriert und gelistet, richtig? Wenn Sie in Deutschland sind. Bei BaFin noch nicht, aber wir sind bei FCA und ESMA lizenziert. Bei der FCA? Ja gut, wenn Sie in Deutschland handeln, dann müssen Sie ja dann bei der BaFin gelistet sein. Ja, aber das mache ich nicht. Das macht der Firma. Und eigentlich interessiert mich nicht so viel. Ja gut, aber mich als Anbieter interessiert es. Ich bin ein Broker und ich habe meine eigene Lizenz, verstehen Sie? Ja gut, aber trotz allem, wenn Sie in Deutschland handeln, müssen Sie bei der BaFin gelistet sein. Und registriert sein, ganz klar. Sie wollen ja hier in Deutschland handeln. Und mich interessiert das als Anleger. Und mich interessiert es als Anleger natürlich. Und wenn Sie nicht bei der BaFin gelistet oder registriert sind, dann ist das sehr seltsam. Wenn Sie in Deutschland ein Broker sind und eine Lizenz haben, dann müssen Sie ja doch bei der BaFin registriert sein. Okay, sprechen Sie weiter mit Frau Baumann, weil ich habe jetzt einen anderen Termin und ich habe nicht so viel Zeit zum Verlieren mit diesen Fragen, mit diesen unwichtigen Fragen, okay? Ja, für mich sind diese Fragen wichtig. Ich werde Ihnen jetzt den Lizenz von mir und von unserer Firma senden und wenn Sie mit uns arbeiten möchten, genau, Sie sind willkommen. Und wenn nicht, dann auch wieder hören, okay? Weil wir haben nicht so viel Zeit zum Verlieren mit diesen Fragen, okay? Ja, aber na gut, senden Sie mir Ihre Lizenz. Werde ich machen und dann sprechen Sie weiter mit Frau Baumann. Ja gut, okay. Dann senden Sie mal und dann spreche ich weiter mit Frau Baumann. Okay, dann schönen Tag weiter. Ja. Herr Zugschmidt-Meyer? Ja. Hören Sie mich? Emily Baumann hier? Ja. Ja, haben Sie die Lizenz geschaut von Jasmine Smith? Augenblick. Hat sie es Ihnen geschickt? Ja. Und Herr Zugschmidt-Meyer, ja? Möchten Sie eine Partnerschaft mit uns anfangen? Ja, naja, erstmal. Testen Sie uns und dann ist die Entscheidung. Ja, ich sage Ihnen. Darf ich jetzt auch was sagen? Ja, ich sage Ihnen, Sie können mit einem Mindestbetrag und so, Sie würden uns testen, weil 250 Euro ist nicht so viel, Herr Zugschmidt-Meyer. Also mit darf ich nichts sagen. Ich habe versucht, Ihnen zu antworten, aber Sie reden einfach weiter. Ja, Herr Zugschmidt-Meyer, können Sie bei der ersten E-Mail gehen und den Link von unserer Plattform anklicken? Ja, natürlich kann ich, aber das Problem war doch ein ganz anderes, dass ich ja immer noch keine Sie sind. Wo steht das Problem, Herr Zugschmidt-Meyer? Ja, wenn Sie mich ausreden lassen würden, dann würden Sie das vielleicht auch verstehen. Wenn Sie mir permanent dazwischenreden, dann funktioniert sowas nicht. Also, Sie sagen, Sie handeln in Deutschland und Sie sind nicht bei der BaFin registriert oder gelistet. Und das ist das, was mich interessiert als Deutscher.
Herr Zugschmidt-Meyer, wir sind ein weltweit bekanntes Unternehmen und wir handeln in die ganze Europa und nicht nur in Deutschland. Ja, aber Sie haben einen Sitz. Lassen Sie mich doch endlich mal ausreden! Verdammt nochmal! In Ordnung. Sie sagen, Sie sind in Berlin und Sie sind in Frankfurt gelistet. Und haben dort eine Filiale. Und wenn Sie da sind und Sie handeln in Deutschland, dann müssen Sie ja auch bei der BaFin gelistet und registriert sein. Und das sind Sie offenbar nicht. Und das ist das Problem. Und was für ein Problem, Herr Zugschmidt-Meyer? Ich habe Ihnen die Lizenz gezeigt. Ja, aber nicht von der BaFin, das sage ich doch die ganze Zeit. Sie handeln in Deutschland. Sie haben Filialen in Deutschland. Dann müssen Sie auf der Webseite schon bekannt geben, wie Sie bei der BaFin gelistet und registriert sind und reguliert. Und das habe ich nicht. Und deswegen funktioniert das nicht. Das funktioniert das nicht? Nein. Nein? Nein, funktioniert nicht. Wieso? Hören Sie schlecht oder verstehen Sie kein Deutsch? Ja, ich habe es verstanden. Aber Sie sagen zuerst, schicken Sie mir die Lizenz und jetzt sagen Sie, dass Sie sind nicht reguliert, dass Sie sind nicht lizenziert. Nein, Sie haben mir nicht zugehört. Missvertrauen. Sie haben mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, Sie handeln, Sie haben Sitz in Deutschland, Sie handeln in Deutschland. Und Sie haben keine Lizenz bei der BaFin, die für Deutschland zuständig ist. Und das ist das Problem. Ich weiß es nicht, Herr Zugschmidt-Meyer, weil ich habe weiß nur es aber. 2 Jahre in Deutschland. Und ich bin nicht von Deutschland. Ja, das hört man. Aber trotz allem ist es so, dass Sie als in Deutschland, wenn Sie in Deutschland handeln wollen, müssen Sie eine Lizenz bei der BaFin haben. Ja, für diese Informationen, ich werde mit der Finanzabteilung sprechen und gebe Ihnen Bescheid. Ja gut, dann schicken Sie das. Das, was ich bis jetzt bekommen habe, war von der FCA. Und das hat ja nichts mit Deutschland zu tun. In Deutschland müssen Sie, wenn Sie in Deutschland handeln, bei der BaFin registriert und gelistet sein. Und reguliert. Genau. Ja, ich verstehe, dass Sie keine Vertrauen haben, Herr Zugschmidt-Meyer. Naja, klar. Herr Zugschmidt-Meyer, wie ist die Entscheidung, Herr Zugschmidt-Meyer? Möchten Sie eine Partnerschaft mit uns? Ich habe da noch ein paar andere Fragen. Sie sagen, dass Sie ja schon über 4 Jahre alt sind irgendwie als Firma. Mehr als 10 Jahre. Oder mehr als 10 Jahre. Ist ja nun sehr komisch, dass Ihre Domain gerade mal am 9. Gerade mal 299 Tage alt ist. Wie kommt das denn? Die ist vorher gar nicht registriert gewesen, die SafeCups.io. Ja? Ja. Was haben Sie dort gelesen? Ja, ich habe gelesen, dass die Domain SafeCups.io gerade mal 299 Tage alt ist. Das hat ja nun nichts mit 10 Jahren zu tun. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass dieses Unternehmen hat mehr als 10 Jahre. Ja, gut, aber Market. Die Webseite ist gerade mal, die Domain SafeCups.io ist gerade mal 299 Tage alt. Und das weiß ich. Und Sie können es mir nicht erklären. Danke. Oh, Herr Zugschmidt-Meyer, für diese Informationen werden Sie mit der Finanzberater sprechen. Ich habe Ihnen auch zuerst gesagt, ich bin nur die Ansprechpartnerin und ich werde Ihnen nur die Konto aktivieren. Und für die alle Fragen, die Sie haben, werden Sie der Finanzberater fragen. Ja, das war ja die Frau, die vorhin dran war. Und wenn Sie möchten... Sie haben ja schon wieder nicht ausreden lassen. Lassen Sie mich ausreden. Verdammt noch eins. Also... Die Finanzberaterin, die ich vorher dran hatte, die konnte all diese Fragen ja auch schon nicht beantworten. Die hatte ja dann einen wichtigen Termin und hatte keine Zeit mehr. Und deswegen hat sie mich an Sie weiter verbunden. Und Sie können mir auch keine Fragen beantworten. Was soll ich denn dann davon halten von Ihrer Firma? Noch dazu, wo Sie mich permanent unterbrechen. Jetzt dürfen Sie. Entschuldigen Sie mich, Herr Zugschmidt-Meyer. Und ich verstehe, dass Sie momentan unsicher sind.
Und wann haben Sie diese gelesen? Diese was gelesen? Von die Konto. Was von die Konto? Ich habe gerade gefragt. Der Punkt ist, dass Ihre Domain gerade mal 299 Tage alt ist. Als Beispiel. Das ist das Problem. Ich habe Ihnen gefragt, wo haben Sie die 99 Tage gesehen? Ja, als ich Ihre Domain überprüft habe. Ja, ganz einfach. Ja, wo haben Sie es geschaut? Das muss ich Ihnen ja nicht verraten. Ich weiß, dass die Domain 299 Tage alt ist. Nein, das ist nicht. Ich sehe es doch. Sie lügen, Herr Zuckmeier. Ja, natürlich. Man kann im Internet wunderschön überprüfen, wie alt eine Domain ist. Die ist am 9.2.2022, also in diesem Jahr, gegründet worden, registriert worden und nicht nein, vorher. Nein. Doch, nein, es Herr ist Zuckmeier. So. Es ist nein. So. Nur weil Sie keine Ahnung haben und eine Scammer-Firma sind und dann auch noch so schlechte Scammer. Meine Herren. Herr Zuckschmidt-Meyer. Nein, Mann, möchten Sie oder nein eine Partnerschaft mit uns anfangen? Ja oder nein? Mit einer Scammer-Firma ganz bestimmt nicht. Okay, dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag und bleib gesund. Ja, Ihnen wünsche ich keinen schönen Tag. Tschüss, Herr Zuckschmidt-Meyer. Ja, tschüss. Tschüss.